Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir, zu meinem ersten auch noch. Ja, wie könnt ihr eure Twitch-Donations einstellen? Ich habe das erst gerade neu gemacht. Deswegen, ja, wird halt alles schon gemacht sein, aber ich erkläre das euch nochmal. Zuerst geht es hier auf Twitch. So, auch in der Seite angekommen. Dieser Link wird unten in der Videobeschreibung auch sein. Aber ja. Ihr dürft es auch gerne selbst ergeben. Danach ladet ihr euch die Beta runter. Also ihr könnt euch auch hier einloggen, aber wenn ihr halt wirklich streamen wollt mit einem gemachten Setup oder was auch immer, könnt ihr hier die Beta downloaden. Geht ziemlich schnell. Und ja, danach kommt das hier hoch. Ja. Klickt ihr darauf. Dann müsst ihr euch halt mit dem halt noch einloggen. Also bei mir wird das jetzt automatisch schon aufpoppen. Aber sonst ihr müsst euch unbedingt noch einloggen mit Twitch. Ja. Spendeneinstellungen gehen. Müsst euer PayPal hier verlinken. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr. So, ihr müsst halt wirklich nochmal bleiben bei den Spendeneinstellungen. Bro, ich habe das halt nicht gesehen. Einstellungen hier direkt daneben. So, dann könnt ihr eure Währung auswählen. Ich vermute jetzt, die meisten, die das sehen, sind aus der Schweiz oder Deutschland. Ihr könnt dann hier das beides auswählen. Das wird dann das hier sein. Hier, das könnt ihr natürlich dann auch selbst auswählen, klar, aber das ist das Standard festgelegte, ne? Und dann könnt ihr hier einfach beides auswählen, dann den Mindestbetrag heißt, was ihr eigentlich mindestens spenden sollt, weil sonst kriegt ihr die ganze Spende mit 0,0000 irgendwas. Ja, wird dann ach so, ja genau, also könnt ihr euren Namen hinschreiben, man könnt ihr halt so machen. So, bei mir könnt ihr jetzt ab einem Euro oder Franken halt, könnt ihr bei mir ein GIF benutzen. Was halt bei, ich glaube, bei dem sollte es auch noch gehen. Seht ihr, das ist halt genau das hier. Also genau das, was ihr hier habt, ist halt hier, ne? Wenn jetzt das hier so geht, ja, dann könnt ihr bei mir schon ein GIF wählen. Also ich, für ein GIF müsst ihr bei mir nicht viel. Also wirklich nur 1 Euro spenden. Hier könnt ihr eure Message schreiben. Hier unten seht ihr, ich habe 250 eingestellt, weil ihr echt hier sagen könnt. Ihr könnt auch hier immer die Dinger hier auswählen. Ja. So. Dann eben hier seht ihr, ich habe 200, so, 250. Dann vorgeschlagener Betrag mache ich eigentlich immer raus. Eigentlich. Bei dem Setup habe ich jetzt halt einfach drinne. Das ist so ein vorgeschlagener Betrag. Der seht ihr auch wirklich hier. Na gut, das muss ich ganz kurz machen. So, dann seht ihr das hier, so ist ein vorgeschlagener Betrag. Sieht bei euch ein bisschen anders aus. Ja. So, dann geht ihr hier runter. Hier ist wieder die Seite. Dann könnt ihr hier so ein Donation-Tipp oder Kosten, das wird dann hier wirklich angezeigt. Hier. Und hier seht ihr dann direkt, wie es aussehen soll. Ja, das ist jetzt halt mit den. Ich möchte Streamlab helfen. Nein, lassen wir. Das sind halt die GIFs. Das ist der Hintergrund. Und das da, das habe ich jetzt einfach als Beispiel gemacht, steht dann hier oben. Das ist halt so ein. Ja, wie soll ich sagen? Ist halt. Jetzt blöd, dass ich das genommen habe, aber wir können es auch ändern. Vielen, ja gut. Vielen Dank. Mit einem lachenden Smiley. So. Spendenrangliste. Das habe ich aktiviert. Das ist dann das hier. Dann könnt ihr dann die alles andere angucken. Banner überschreiben. Das sieht bei mir noch nicht so ganz so schön aus. Das wäre dann das hier.
Hier können wir eigentlich auch noch gerade Deutsch wählen. Sehr gut. Ja, das wäre dann bei mir das hier. Und dann kommen wir noch Schimpfwörter. Da könnt ihr dann selbst auswählen, welche Schimpfwörter. Also das heißt, wenn jetzt irgendjemand Scheiße reinschreibt, also mit Sche du bist ja irgendwie Scheiße, könnt ihr das wegbannen. Auch hier mit euren eigenen Wörtchen. Mit euren eigenen Wörtern könnt ihr das auch noch wegmachen hier. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Wenn ihr noch mehr von Stream Labs OBS, so heißt natürlich die Beta, oder mehr von Stream Alert wissen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja. Oder wenn ihr wissen wollt, wie man jetzt zum Beispiel so etwas einfach, das ist halt wirklich. Um so etwas zu machen zu können, braucht es viel Arbeit. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr das mit einem Klick bekommt, dann lasst doch ein Like da und lasst einen Kommentar da und lasst es mich wissen. Und ja, dann war's das schon. Tschö, mit ö. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Tschüss.